Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Hofvlog. Dies ist der zweite Teil von unserer Heulage-Ernte. In diesem Video werde ich schwaden und dann kommt der Lohnunternehmer und der presst und wickelt und ja, am Ende haben wir dann solche wunderschönen Heulageballen. Deswegen würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß bei diesem Video. So, mittlerweile haben wir den dritten Tag. Oh, was ist denn hier? So, mittlerweile haben wir den dritten Tag. Gestern habe ich noch einmal alles gewendet. Das habe ich jetzt nicht gefilmt. Im Endeffekt, ja, es ist genau der gleiche Ablauf wie beim ersten Mal wenden, außer dass ich die Drehzahl verringert habe, damit ich jetzt, weil das Gras schon relativ trocken war, damit ich jetzt da nicht so viel Bröckelverlust habe und das so klein schlage, dass halt einfach nur noch pulverisiert ist. Deswegen habe ich die Drehzahl einfach ein bisschen reduziert, um das einfach nur noch mal ein bisschen aufzuwirken. So, was kommt jetzt? Heute wird gepresst, aber vorher muss ich das Ganze noch einmal in Schwaden machen. Dafür habe ich mir meinen Schwader jetzt schon angehängt, zeige ich euch hier. Der Stoll R3534DS. Das ist ein einfacher Schwader. Also der. Aua! Oh. Alter, hier haben wir ein Schlagloch. So, quasi mit. Ja, einfach, wie nennt sich das eigentlich nochmal? Also das ist ein Einkreiselschwader. Da ist das Schwatttuch, das muss ich jetzt noch runter machen. Hier kann man noch ein bisschen verstellen. Hier kann man verstellen, wie groß die Schwatt werden soll. Ihr seht es gleich, mein Sohn filmt heute wieder ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall einmal vor und einmal zurückfahren, um einen Schwatt zu haben. Beim Doppelschwader ist es so, dass die ja von rechts und links aufnehmen und in der Mitte den Schwatt machen. Das ist bei uns nicht so. Da müssen wir immer vor- und zurückfahren. Dafür bietet sich sowas bei kleinen Flächen natürlich an, weil wir da einfach wendiger sind. Ich fahre jetzt erst einmal außen rum, mache da ein großes Schwatt. Und dann fahre ich immer durch die Mitte und ganz am Ende lege ich am Vorgewende nochmal eine zweite Schwatt. Dann kann derjenige, der presst, einfach besser in eine Runde fahren, aber ihr werdet es ja gleich sehen. Sowas bietet sich natürlich immer eine Drohne an, habe ich leider noch nicht. Ich hoffe, dann nächstes Jahr können wir da mal ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen, weil gerade beim Schwaden, finde ich, ist es immer schön, wenn man das von oben sieht. Sind immer geile Aufnahmen. Habe ich jetzt bei anderen YouTube-Videos auch schon gesehen. Also da lohnt sich die Drohne dann auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, ich bringe das Ding jetzt mal in Stellung und los geht's. So, jetzt müssen wir noch einmal das Schwatttuch runterlassen. So, hier kann man verdrehen. Könnt ihr das erkennen von da hinten? Ja, ein bisschen eingerostet. So, hier kann man halt einfach näher ran, weiter weg. Und so ist der Abstand von den Aufnehmern zum Schwatttuch größer oder kleiner. Man muss es natürlich immer doppelt rechnen, weil, wie gesagt, ich fahre ja einmal hin und einmal wieder zurück.
Soddele. Erste Feld haben wir fertig. Auf zum nächsten. So, wenn wir jetzt Heu machen würden, das machen wir nicht, weil morgen soll es regnen. Deswegen Heulage muss man nur 3 Tage liegen lassen, weil man da noch eine gewisse Feuchtigkeit braucht in den Ballen. Erkläre ich euch später noch. So, und wenn wir jetzt Heu machen würden, dann würden wir jetzt auch am 3. Tag das Ganze hier aufs Schwatt legen, wie wir es gemacht haben. Würde das jetzt nochmal den ganzen Tag durchschwitzen, sozusagen. Dann würde man am 4. Tag würde man das Ganze wieder mit dem Wender auseinanderschmeißen, nochmal trocknen lassen, nochmal ins Schwatt legen und dann pressen. So, dann hat man auf jeden Fall die Gewissheit, dass alles trocken ist, weil man durch den Schwader jetzt ja auch wirklich alles schön aufgenommen hat, alles auf den Haufen gelegt hat. Da kann nochmal alles richtig schön durchtrocknen. Man hat keine feuchten Stellen. Wenn man jetzt 4 Tage hintereinander nur wenden würde, dann kann es halt passieren, dass unten halt einfach noch, was man nicht erwischt, so feuchte Klumpen an Gras, die dann einfach mit ins Heu gepresst werden und noch feucht sind und dann schimmelt's. So, das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, je trockener es wird und je öfter man wendet, desto kleiner wird das irgendwann und man hat sozusagen Bröckelverluste oder große Bröckelverluste. Das heißt, die Blattmasse am Grashalm, das heißt hier diese feinen, man will ja nicht nur die Stängel haben, sondern man möchte ja gerne auch die getrockneten Blätter haben. Sowas hier. Ja, und wenn das trocken ist, hoffe ihr könnt das erkennen. So, und wenn das zu trocken ist und man wulackt da jedes Mal mit dem Wender durch, dann hat man irgendwann nur ein Streu und kein Futter mehr. Ne? Deswegen sollte man ganz am Anfang, wenn es frisch ist, richtig Casala geben. Oh, die Linse, die ist immer dreckig, Entschuldigung. Sollte man richtig Casala geben, dass die Stängel brechen und gut trocknen und danach eher behutsam das Ganze bearbeiten und behandeln. So, ich hoffe, ich kann nachher beim Pressen auch ein bisschen filmen. Das ist ein neuer Lohnunternehmer, der das presst. Der kommt mit 2 Treckern. Einmal presst er die Ballen und danach kommt er noch einmal mit dem Wickler. Das heißt, das gibt es ja auch als Kombimaschine und er macht das halt getrennt. Unsere Ballen werden 1,40 Meter im Durchmesser. Dann gewickelt, so können wir sie noch gut handeln. Heulageballen sind ja immer ein bisschen schwerer, weil ja noch eine gewisse Feuchtigkeit drin ist. Und da kommt der Hoflader noch ganz gut mit zurecht. So, jetzt wollen wir mal zum nächsten Feld fahren. Also, weiter geht's. So, wie man sieht, das zweite Feld haben wir auch geschafft. Sieht gut aus. So, ach ja, hier genau. So, und dann, das konnte man jetzt auf dem Zeitraffer wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Hatte ich ja eben schon gesagt, einmal außen rum. So, und dann fahre ich immer vor mit dem Trecker bis zum äußersten Schwatt. Also nicht drüber fahren, sondern nur davor. Und ganz am Ende bleiben hier halt quasi noch welche liegen. Entschuldigung. Also bleibt noch Heu oder Heulage liegen. Und dann mache ich ganz am Ende hier nochmal so eine zweite Vorgewendereihe. Das könnt ihr jetzt, ich weiß nicht, wie die Lohnunternehmer, ich bin noch nie mit der Presse gefahren, aber ihr könnt jetzt halt am Anfang einmal außen rum. Das machen sie eigentlich immer am liebsten. Danach die zweite Reihe, dann haben sie außen immer viel Platz. Und dann können sie nach und nach hier die Reihen abfahren und können dann ohne zu wenden einfach drehen, weil sie dann genug Platz haben. Dazu sollten halt 2 Reihen im Vorgewende ausreichen. Manchmal
macht man auch drei. Wenn man Flächen hat, die jetzt nicht eingezäunt sind, so wie diese hier oder auch die wir eben hatten, dann ist das Ganze ja auch nicht so tragisch. Aber hier haben wir jetzt halt eingezäunte Flächen. Hatte ich ja schon mal erklärt, dass die als erstes wegkommen, weil hier das Gras so schnell wie möglich nachwachsen soll, damit die Pferde hier wieder drauf können. So, jetzt haben wir noch eine kleine Fläche. Der Lohner hat schon angerufen, dass er jetzt in einer, 20 Minuten ist er hier. Dann frage ich ihn nochmal, ob ich ihn filmen darf. Dann versuche ich euch so ein bisschen das zu zeigen. Wie gesagt, er presst als erstes und danach wickelt er. Das ist halt keine Kombimaschine, sondern sozusagen zwei einzelne Maschinen. So, hier so ein bisschen die liegen gebliebenen Reste noch ein bisschen zusammenkehren. Ja. So, hier muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir haben hier fast nur Schrägen. Aber der kommt auch aus dem bergigen Land. Also ich denke mal, der weiß, wie man Rundballen am Hang, am Hang ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie man die am Berg ablegt. Also die müssen so stehen, dass sie auch liegen bleiben. Sonst wird's gefährlich. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin. So, ich denke mal, ich habe jetzt noch dieses kleine Feld. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Zeitraffer an wieder. Ich finde das immer ganz nett. Im Zeitraffer kann man so ein bisschen sehen. Julius hat ja auch noch ein bisschen gefilmt, so ein paar Zeitlupenaufnahmen. Spiele ich euch alles mit rein. Genau, so, dann machen wir die letzte Fläche noch. Dann können wir schon umbauen, dass wir uns vorne und hinten eine Ballengabel dran machen, dass wir, wenn die Ballen fertig sind, dass wir die so schnell wie möglich dann vom Feld holen. Ich werde auf jeden Fall ein eigenes Video von machen, wo ich jetzt nur die Heulage mache. Auf dem Hof gibt es natürlich auch noch einige Sachen zu tun, aber das wird dann ein extra Video werden. Das ist uns einfach viel zu viel Kuddelmuddel. Natürlich könnt ihr auch immer gerne in die Kommentare schreiben, Thorsten, mach das so und so, Thorsten, so ist es genau richtig, oder rede nicht so viel, mach mehr Musik oder rede noch viel mehr. Also immer schön in die Kommentare schreiben, auch vielleicht einfach mal nur schönes Video oder so oder doofes Video, wobei, ne, das müsst ihr nicht reinschreiben. So, viel geredet, lass uns weitermachen. So, habe ich wieder schön gefilmt und das Mikro vergessen anzumachen. So, da ist er. Hat gerade Wechsel gemacht vom Netz. Jetzt geht's weiter. So, hier haben wir einen kleinen verlorenen Sohn, den müssen wir hier gleich wieder retten.
So, mit Pressen sind wir jetzt fertig. Und jetzt wird gewickelt. Achtfach, auch liegend wieder abgeworfen, damit ich die mit meinen Ballengabeln dann gleich aufnehmen kann. Besser ist es eigentlich, wenn man die ganzen Sachen auf den Kopf aufrecht hinstellt, weil da einfach mehr Folie ist. Und bei dem harten Gras hier teilweise kann es passieren, dass er beim Ablassen Löcher rein sticht, das Gras. Deswegen ist es eigentlich immer besser, wenn man die auf der Kopfseite abstellt. Aber machen wir nicht. Und so hart ist das Gras jetzt auch nicht. Also deswegen gehe ich das Risiko mal ein, dass die, sonst müsste ich sie alle wieder umkippen, wenn ich es mit meiner Gabel aufnehmen will. Und dann kann genau das Gleiche passieren, dass da Löcher reinkommen. Deswegen soll er sie einfach so abschmeißen wieder. So, der Wickler, das ist ein McHale. Da hinten seht ihr, dass er kann er umstellen, ob der seitlich oder nach hinten geworfen werden soll. So, jetzt wickelt er sie ein. Jetzt einmal abgeschnitten. Zack. Nein, nicht auf. Liegend, ja. So, jetzt wird er wieder aufgeladen, einer. Der geht wieder runter. Der läuft dann nebenher. So, er wickelt jetzt. Kann nebenbei weiterfahren und den nächsten sozusagen schon aufladen. Genau. Ja, das Problem bei uns hier ist einfach, wie ihr vielleicht hier so ein bisschen sehen könnt, dass es nicht nur so schräg, sondern auch noch nach hier hin. Und für jemanden, der jetzt das erste Mal hier die Ballen wickelt, ist das natürlich so eine Sache, ne? Wenn du jetzt 3-4 Jahre hintereinander machst, dann weißt du ja natürlich, kennst du die Wiese. Aber er muss jetzt so ein bisschen auspegeln, auständeln und jetzt wickelt er den und schmeißt den jetzt direkt dahinter ab. Dann kann er nicht abhauen. Das ist einfach auf Nummer sicher, ne? Einen aufrecht hinstellen und die anderen dann einfach da dran ditschen lassen. Dann hast du keine Sorge, dass da irgendwas passiert. Den einen, den kann ich mir ja später wieder umschmeißen. Deswegen machen wir das so. So, jetzt hat er den hier so aufgestellt. Zack. Und abgelassen. So, auf geht's zum nächsten. So, ich habe hier meine schönen achtfach gewickelten Ballen und genau, ich werde jetzt gleich umbauen, dass ich die hier schon mal vom Feld hole, weil das Problem natürlich ist immer, dass du Vögel hast, die sich da gerne draufsetzen und mit den Krallen und ihrem Schnabel da dran rumpicken oder es ist ja immer, die holen sich was zu fressen, zum Beispiel Raben und dann fliegen sie irgendwo hin, wo sie es in Ruhe fressen können und dann setzen sie sich auch gerne auf so einen Ballen drauf. Deswegen versuche ich, die jetzt gleich vom Feld zu holen und dann schon mal da unten in den Wald zu stellen. Da geht keiner dann bei. So, gucken wir uns noch mal 2-3 Sachen an und ich glaube, dann haben wir es auch.
So, jetzt wird das schön aufgelegt und das Gute ist, jetzt kriegt er keinen harten Aufprall aufs Gras, falls da irgendwas liegt und ein Loch reingehen sollte, sondern jetzt wird er sanft abgelassen. Das ist wunderbar, denn wenn man jetzt hier irgendwo was hat, sei es jetzt einfach sehr hartes Gras oder vielleicht auch ein spitzer Stein, er landet erst auf der Matte und dann wird er sanft abgerollt. Weil wie gesagt, diese Dinger, die muss man wie rohe Eier behandeln. Denn wenn da ein Loch reinkommt, dann kann das nicht ordentlich silieren und dann entsteht Schimmel. Er hat jetzt gesagt, da ist eine Restfeuchte von 15% drin. Das ist für Heulage ein sehr guter Wert. Dadurch ist genug Feuchtigkeit drin, dass sich die Milchsäurebakterien vermehren können und arbeiten können. Und die sorgen halt dafür, wie jetzt auch beim Sauerkraut oder beim Sauerteig, die sorgen dafür, dass kein Schimmel entsteht, dass die schlechten Mikroorganismen da keine Chance haben. Genau, und dadurch wird es haltbar und schmeckt den Pferden. Genau. So, und wir können es draußen lagern. Jetzt fragt euch vielleicht, wieso macht er da nicht nur Heulage? Erstmal ist Heulage natürlich wesentlich teurer als Heu zum Fressen, weil die Folie verdammt teuer ist und es sind halt zwei Arbeitsschritte. Und nicht jedes Pferd verträgt Heulage. Also unser eigenes Pferd zum Beispiel verträgt keine Heulage, deswegen müssen wir da Heu füttern und es ist halt auch nährstoffarmer. Also das Heu ist nährstoffärmer und Heulage ist energiereicher und da muss man halt einfach gucken. Ne? Die Pferde dürfen natürlich nicht zu fett werden. Außerdem sind das jetzt keine Leistungspferde, das sind ja alles Freizeitreiter bei uns. Nur gibt es halt auch das andere, dass man Allergiker hat, Stauballergiker. Die sollen dann eher Heulage kriegen oder bedampftes Heu gibt es auch. Das muss man bedampfen, damit das nicht so staubt. Ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt einfach mal weitermachen. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gesehen. Ich muss jetzt einmal die Gabeln an den Trecker spannen, damit wir hier gleich die Ballen vom Feld holen können. Entschuldigung, also lass uns mal loslegen. Jetzt bin ich wieder dran. So, die Ballen sind alle schön verteilt hier auf der Wiese. Ich habe meine Ballengabeln dabei. Die hintere ist schon, oh, weiß ich gar nicht, die gibt es auf jeden Fall schon länger als mich auf dem Hof. Passt aber für 1,40er sehr gut. Und genau, die haben wir für hinten. Und für vorne, da habe ich mir noch mal eine gekauft, weil macht schon Sinn, dass man, wenn man jetzt irgendwie 40 Ballen holen muss, dass man immer gleich zwei mitnehmen kann, weil wir haben keinen Hänger und die Felder sind halt so nah an der Wiese, dass sich das mit dem Hänger jetzt auch nicht lohnen würde. Deswegen habe ich mir hier vorne auch so eine Ballengabel geholt. Die kann man zusammenstecken, das heißt, die beiden Arme, die kann man einfach hochkant an diesem Vierkantrohr dran montieren für die Straßenfahrt. Jetzt für die kurzen Fahrten lasse ich die aber offen, weil macht jetzt keinen Sinn, die wegen zwei Minuten jetzt immer auf und ab zu bauen. Aber grundsätzlich, genau, ist hier vorne auch mit einer Dreipunkt befestigt. Hier, da kann man noch mit dem Oberlenker, kann man halt noch ein bisschen gucken, dass die Neigung passt, dass man da gut runterkommt unter die Ballen. Aber das zeige ich euch jetzt. So, das heißt, wir bauen gerade mal um und dann sammeln wir die Ostereier mal ein. So, jetzt müssen wir hier einmal die Kette rausmachen. So, dann müssen wir die einmal drehen. So, mit dem Splintstift hier einmal wieder sichern. Andere Seite auch. So.
Zack. Fertig. So, man sieht noch, die sind nach außen gebogen hier bei der. Das ist wesentlich besser, damit man beim Drunterfahren die Beine nicht so beschädigt. Hier hinten ist das nur, ja, kann man fast gar nicht erkennen. Kennt ihr das so ein bisschen? Ja, ne? Aber es ist halt nur so leicht. Und selbst solche Kanten hier können das Ganze schon beschädigen. Und wenn die Folie beschädigt ist, dann ist Kacke. Dann muss man es wieder abkleben. Aber das, die Beine muss man immer wie rohe Eier behandeln. Also wirklich, ich habe das früher auch so gemacht, dass ich die beim Ablegen, wenn man dann ein Stück zurückfährt und dann quasi mit der Ballengabel ein bisschen hochgeht und vorwärts fährt, dass man die so aufstellt. Aber ich mache das alles mit dem Hoflader, schön mit der Zange, oder ich drehe sie per Hand. Weil, wie gesagt, jeder Riss, jede Macke, jede Verletzung an der Folie ist immer schlecht. Schön vorsichtig behandeln. So, so haben wir jetzt hier einen drauf liegen. Das ganze Bild hier zeigen. So, so sieht er jetzt aus, der Packesel. Ja, vorne, ich bin gerade noch ein Stück zurückgefahren. Abstand habe. Ich bin hier früher mal gegengefahren, hier sind auch, die habe ich zwar ein bisschen abgeschliffen, aber selbst diese Kanten, die verursachen hier Macken. Deswegen, ich habe hier zwar Schaum schon hingemacht, aber das ist lang genug, das Teil. Genau, so, jetzt fahren wir wieder zum Hof, stellen sie ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Ecke kennt ihr schon, hier sind noch die alten Heulageballen. Hier habe ich ja öfter mal auch gefilmt, wenn ich mit dem Hoflader die hier weghole. So, ich lege die jetzt die neuen erstmal dahin. Markiere die erstmal mit dem Edding, weil ich muss mir noch Sprühfarbe kaufen. Ich glaube, ich werde sie dieses Jahr einfach mal mit Sprühfarbe ansprühen, damit wir wissen, erste Schnitt und welche Wiesen. Das interessiert mich immer, weil kann man mal so sehen, wie die Heulage ist und wie der Bestand auf den Feldern so ist. Also, ja. Genau, die lege ich jetzt hier alle nebeneinander hin und mit dem Hoflader und der Ballenzange stapel ich die dann so wie die. Wie gesagt, da ist auch auf der Seite ist halt auch mehr Folie. Da kann dann nicht so viel passieren. Ich gucke natürlich trotzdem vorher immer, wenn ich die hier abstelle, dass da nichts im Wege ist oder eine Wurzel oder ein spitzer Stein oder sowas, dass die da jetzt nicht trotzdem kaputt gehen, weil alles hält die Folie jetzt auch nicht aus. So, er ist da oben noch munter am Pressen, gar nicht, könnt ihr gar nicht sehen, glaube ich. Da ist noch ein Feld, da seht ihr, da presst er jetzt gerade noch. Die hole ich dann auch weg, dann gleich als letztes. Die Wiese ist ja nun hier jetzt nicht so weit weg. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal weiter. Genau, also ich hole jetzt noch ein paar Ballen. Ich wünsche euch aber noch einen schönen Abend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Erstmal noch vielen Dank. Wir sind jetzt 600 Abonnenten. Hätte ich nie gedacht, dass ich das überhaupt schaffe. Freue ich mich sehr drüber. Und
Schreibt fleißig in die Kommentare. Wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar, auch wenn es nur Daumen hoch ist oder toll gemacht oder auch mal, wir sind ja noch eine kleine Community, schreibt doch einfach mal rein, Mensch Thorsten, zeig doch mal ein bisschen mehr über den Wender, zeig doch mal ein bisschen mehr über das Mähwerk oder ja, was euch interessiert. Ich versuche es zu beantworten, ich bringe es irgendwie ins Video mit rein. Ich mache ja die Videos auch für euch und ihr sollt was davon haben. Wenn ihr nichts schreibt, dann denke ich, es ist alles in Ordnung und dann mache ich die Videos natürlich so, wie ich denke, dass sie für euch interessant sind. Aber schreibt gerne rein, wenn er sagt, Mensch, hier, das und das würde mich mal interessieren. Der Enno wollte gerne mal wissen, mehr wissen über den 4006 Deutz, den wir da hinten noch stehen haben. Der ist ja im Moment so ein bisschen eingeparkt, aber ich denke mal, dass er dieses Jahr auch wieder zum Einsatz kommt. Und dann kann ich ein bisschen was darüber berichten, weil da steht so viel vor, den jetzt rauszukramen. Boah. Also Enno, du musst dich noch ein bisschen gedulden. So, also ich mache jetzt weiter, verabschiede mich für dieses Video und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.